Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen. Und zwar heute habe ich ein Paket bekommen, beziehungsweise habe ich was bestellt und ja, ich habe jetzt hier ein bisschen improvisiert, um hier mal so einen kleinen Film, beziehungsweise ein kleines Auspacken für euch darzustellen. Und zwar handelt es sich um eine Grafikkarte und zwar um die... Ach, lasst euch einfach überraschen, wir machen hier mal den Karton auf. Gucken wir mal, was da Feines drin ist. Ich hoffe, das ist so der Karton, ne? Also nicht, dass man jetzt irgendwie was Falsches oder so, ne? So, dann haben wir jetzt hier erstmal ein bisschen... Oh! Was zu lesen? So. Dann gucken wir mal hier so ein paar... Rabattscheine. Dann von Outfittery irgendwie 15 Euro. Keine Ahnung. Schrott, brauchen wir nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Bäcker.com. Bisschen Werbung. Schrott. Dann haben wir hier noch Weine. Also wer Durst hat, ne? Schrott. So, dann haben wir hier jede Menge. Uiui, macht das laut. Jede Menge Polster. Und da haben wir sie schon. Die Tiefers GTX 1060. So, ist hier noch was drin? Der ist leer. Könnt ihr ja sehen, die Dumme erstmal weg. So, wie öffne ich denn das jetzt am liebsten, am dümmsten? Wir machen das hier mal so auf. Ein bisschen popeln. Ach, alles neu! So, jetzt müssen wir das hier wahrscheinlich rausziehen. Das ist der Karton, die Verpackung. Ich muss sagen, sieht auch nicht schlecht aus, muss ich jetzt zugeben. Dann haben wir hier noch so ein bisschen ein paar Informationen. Oh, hier steht dann auch noch so ein bisschen was. Na? Die ist auf jeden Fall VR-ready, DirectX 12 und 6 GB DDR. Gaming X 6G. Okay. So, was haben wir denn noch? Das war's erstmal. Das tun wir erstmal hier zur Seite. So, dann kommen wir hier. Ich muss mich mal ein bisschen setzen. Kommen wir hier den Müll noch ein bisschen zur Seite, damit man es nicht so sieht, wie es hier aussieht. So, da haben wir hier einmal eine schöne Service-Mappe von MSI. Das ist so eine kleine Mappe. Da ist, denke ich mal... Na, wieso kriege ich das nicht auf? Das sollte eigentlich... Ah, hier oben sind die Nippel. Also nicht wundern hier wegen dem Kabel, ich habe mein G35 Headset auf, wegen Mikro, weil wegen der Kamera ist ein bisschen doof, ne? So, dann haben wir hier einmal die Treiber, ne? So rum. Einmal die Treiber, dann haben wir hier, oh, was ist das? Aufkleber. Können wir dann einen PC kleben. Vorab, ich zeige euch auch den Einbau. Zeige ich euch aber dann im nächsten Video dann erst den Einbau. Hier ist jetzt bloß mal ein bisschen die Vorstellung von der Grafikkarte. Da haben wir hier so ein kleines Handbuch. Ja, das Gimmick. Da steht dann hier, ich soll euch das jetzt wirklich auf. Da steht dann hier jetzt so alles drin, was man braucht. Wird noch größer. Ja. Müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, denke ich, ne? So. Einmal auseinandergefaltet, nicht mehr zusammenbekommen. Und. Ja, das war's, was hier drin war. Dummer das wieder rein. Die Aufkleber hier
mache ich eventuell einen PC ran, mal gucken. Könnt ihr ja dann live mit dabei sein. Das tun wir erstmal weg, die Mappe. So, jetzt. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz lunzeln. Oh, da haben wir es schon. So, was haben wir hier noch irgendwie? Thank for Judy. Ein Dankeschön, dass wir dieses Produkt erworben haben. Tue ich hier mal mit hin. Ah ja, noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Stoff, ne? So, dann haben wir hier. Ah, ihr seht es ja schon. Die eingeschweißte Grafikkarte. Ich versuche die mal hier irgendwie so ein bisschen rauszubekommen. So. So sieht das hier aus. Das tun wir mal zur Seite. Wir nehmen aber die Unterlage hier, weil das ist ein Holzfußboden und wir möchten ja jetzt nichts irgendwie kaputt machen. So, dann haben wir hier einmal, wie ihr es schon seht, Buschen, ja, in Staub, damit kein Staub rankommt, ordentlich verpackt. Finde ich auch sehr gut. Wo habe ich das Cuttermesser hin? Brauchen wir das Cuttermesser jetzt eigentlich, um den Beutel zu öffnen? Ich glaube es nicht. Nein. So, dann wollen wir die mal raustun. Legen wir die hier mal hin. Die Folie tun wir zur Seite. Müll. So, dann haben wir jetzt hier das schöne Stück. Na, sieht eigentlich relativ gut aus, muss ich sagen. Mit den ganzen Anschlüssen und alles. Na. So, das wollte ich schon erklären. Also, ja, so sieht er die mal von hinten. Sieht schon echt nice aus. Dann so von der Seite. Das müsstet ihr so sehen. Na. Schon ein schmuckes Stück von hinten nochmal. Ja. Von der Seite. Das hier ist ein Schutz drauf, so wie es aussieht. Den können wir dann abziehen. Sonst ist es eigentlich eine feine Sache. Hier ist was draufgeklebt. Das ziehen wir auch gleich mal ab. Ihr wollt bestimmt noch mal lesen, was da drauf steht. Play hard, stay silent. Das machen wir ab hier. So. Und das ist die Grafikkarte, ne? Das ist das Monstrum, sage ich jetzt mal. 6 GB GTX 1060. So, also ich freue mich, ganz ehrlich, muss ich dazu sagen, schönes Ding, Preis war mit Versand 330 Euro ungefähr. Ich habe bewusst auf MSI gelegt, da ich schon eine von MSI hatte, natürlich nur eine 9060, also eine 960 GTX. Und so wie das hier aussieht, ist es dann auch beleuchtet. Aber das werden wir dann sehen im Einbau. Und hier nochmal von hinten. Sieht echt genial. Also, was will man mehr erwarten von der Grafikkarte? Also, Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, okay, es hätte billiger sein können, aber ja, also ich finde es okay. Also, man kann nicht meckern. Wenn sie wirklich so gut geht, wie sie aussieht, top. So, wollen wir noch ein bisschen was zu den Daten sagen. Das ist eine PCIe GeForce GTX 1060 6G G5 TF VIFEN OC, also wahrscheinlich overclocked, DL DVI D HDMI und DP3, keine Ahnung was DP3 ist. So, was haben wir denn noch? Großdaten eigentlich nicht, ne? Gameworks, VRworks, G-Sync und DirectX 12. So, Twin Ventilator haben wir auf jeden Fall drauf. Ja, VR, die, was will man mehr? Ich meine, ihr habt jetzt keine VR, ne?
Ich habe jetzt kein VR, aber hier seht ihr es nochmal. Da steht alles. Ja. Kann hier auch mal noch ein bisschen rüberschwenken. So. Ja, ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Jetzt ist das kleine Vorstellungsvideo, dieses Auspacken der Grafikkarte. Wir können auch noch mal hier so wegnehmen. Moment. Ich zeige euch das noch mal richtig, wie ihr die auch richtig seht. Ja. So, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Ich zeige euch nochmal den Karton. Könnt mir natürlich gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches oder irgendwas loswerden wollt, könnt ihr das gerne unter dem Video tun. Im nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie ich die in meinen Rechner einbaue, beziehungsweise werde ich euch dann auch ein bisschen was zu meinem Rechner zeigen, wie mein Rechner so aufgebaut ist, was ich in meinem Rechner alles so drin habe. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüssi.